Leute, wir haben ein richtig großes Problem. Schaut mal, es ist einfach irgendeine Säure ausgebrochen, die sich durch die komplette Minecraft-Insel durchfrisst. Schaut mal, das kommt immer näher und das frisst sich durch die komplette Insel. Leute, wir müssen schnell in Sicherheit und uns irgendeinen festen Unterschlupf bauen, Leute. Oh mein Gott, schnell. Seht ihr das? Das gräbt sich richtig tief runter in die Erde und es wird immer mehr und das frisst sich durch die komplette Insel, Leute. Wir müssen schnell laufen. Ich musste alles zurücklassen. Diese Säure ist ausgebrochen. Mein Haus, alles. Alles muss sie zurücklassen. Schaut mal, die ist schon bis hier. Die ist schon bis hier oben angekommen. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen uns beeilen. Schnell. Wir müssen schnell einen Unterschlupf bauen, wo wir sicher sind. Leute, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst jetzt unbedingt ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich renne jetzt hier erst um mein Leben und hoffe, dass ich es schaffe, der Säure zu entkommen. Denn ich sag euch ehrlich, wir müssen uns irgendeinen festen Unterschlupf bauen. Vielleicht irgendwas wie einen krassen Bunker oder sowas. Ich laufe jetzt um mein Leben. Oh mein Gott, Leute. Die Säure ist schon angekommen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Leute. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, war das knapp. Leute, ich muss jetzt laufen. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen jetzt schnell einen Bunker oder irgendwas bauen, was uns vor diesem komischen Säureausbruch oder was auch immer das sein soll, Leute. Was uns davor rettet. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt richtig, richtig um mein Leben gerannt. Ich glaube, wir sollten erstmal kurz in Sicherheit sein. Aber schaut mal hier. Hier ist eine Kiste, Leute. Oh, meint ihr, hier ist irgendwas drin, was uns vielleicht weiterhelfen könnte? Wir schauen mal rein und... Oh. Gott sei Dank, Leute. Wir haben hier richtig viele Sachen. So eine Bunkerklappe und ganz viel Obsidian und richtig krasse Sachen. Ich nehme das alles nur aus der Kiste raus, Leute. Vielleicht können wir da ja einen richtig krassen Unterschlupf bauen, der uns vielleicht in Schutz hält vor diesem Säureausbruch oder was auch immer das sein soll. Ansonsten, Schäfchen, ich muss euch leider töten, denn ich brauche auch was zu essen. Ich weiß nicht, wie lange ich da unterkommen muss. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir müssen direkt anfangen, uns hier irgendeine Obsidian-Basis zu bauen oder sowas. Schaut mal. Ich würde sagen, Leute, ich baue die Kiste erstmal ab und dann graben wir es jetzt erstmal hier in den Boden rein, würde ich sagen. Wartet mal, schaut mal. Wir haben noch so eine Bunkerklappe. Ich würde sagen, wir machen die hier rein, oder, Leute? Schaut mal, ich grabe jetzt hier mal ein Loch rein. So. So, okay. Und dann schauen wir direkt mal, ob das funktioniert hier. Achtung. Oh mein Gott, sieht das krass aus, Leute. Oh mein Gott, das ist eine richtig krasse Bunkerklappe. Da können wir uns, denke ich, ein richtig krass sicheres OP-Versteck bauen aus Obsidian. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall sicher sein. Aber wir dürfen auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Ich würde sagen, ich besorge mir noch schnell irgendwie eine Schaufel und ein paar Fackeln. Und dann machen wir direkt weiter, Leute. So, Leute, ich habe jetzt kurz noch so einen Eisengolem in den Villager-Duft gekillt und habe mir schon eine Eisenschaufel gemacht. Und jetzt würde ich sagen, graben wir uns auch direkt mal hier runter, Leute. So, komm schon. Ich mache hier direkt mal so einen kleinen Tunnel nach unten. Na, Hauptsache, wir sind sicher vor diesem Säuresturm da, oder Säure-Tsunami, oder ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sah gar nicht gut aus. Es hat sich durch die komplette Map durchgefressen, Leute. So, ich mache euch jetzt ein paar Fackeln hin, dass wir auch ein bisschen Licht haben. Und ansonsten habe ich doch hier solche Leitern. Komm, wir machen mal hier so ein paar Leitern hin, Leute, dass wir auf jeden Fall auch hier wieder rauskommen hier, falls das irgendwann vorbei sein sollte. Ich hoffe, wir überleben das auch, Leute. So, schaut mal, jetzt können wir hier nämlich einfach nach oben gehen, so, und können das wieder zumachen hier. Dann verriegeln wir das noch und dann sind wir hier auf jeden Fall in Sicherheit. Komm, ich würde sagen, Leute, wir müssen aber das alles aus Obsidian bauen, weil ich glaube, so Erde hält das nicht lange aus, Leute. Wir müssen das auf jeden Fall noch stärker bauen. So, wieder zumachen. Und jetzt würde ich sagen, das würde, denke ich, reichen. So, warte mal, ich mache mal das jetzt dahin vielleicht an die Seite, ist vielleicht besser. Da auch noch, Leute. So, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, baue ich hier so einen kleinen Tunnel entlang. Wir bauen uns jetzt hier eine richtig krasse Obsidian-Basis aus Obsidian, Leute. Und ich denke, Obsidian sollte uns auf jeden Fall sicher halten. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, haben wir ein richtig großes Problem, Leute. Komm schon. Am besten noch immer drei hoch hier, damit ich ein bisschen mehr Platz mit meinem Kopf habe. So, auch immer schön Fackeln hier platzieren, so, ne? Jetzt würde ich sagen, höre ich direkt erstmal alles hier mit Obsidian aus, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon über den Stack Obsidian verbraucht. Ihr seht, ich habe jetzt hier die kompletten Wände aus Obsidian gemacht und auch hier die Decke natürlich. Ich wusste nicht, meint ihr den Boden auch machen? Aber ich weiß nicht, da verschwenden wir halt zu viel. Ich denke, so sollte es erstmal ausreichen, Leute. Licht darf natürlich auch nicht fehlen. Okay, jetzt würde ich sagen, Leute, jetzt machen wir am besten hier nochmal so eine krasse Factory-Tür hin, weil die sollte das Ganze nochmal richtig schön abdichten. Komm hier, zack, da eine hin und da eine hin. Und jetzt machen wir da einfach noch so einen Knopf drüber und dann...
Seht ihr schon, geht das Ganze auf, Leute. So, jetzt gehen wir mal schnell hier durch. Und jetzt sind wir hier auch schon mal richtig sicher, Leute. Ich hoffe, diese Tür bringt auf jeden Fall was, weil die ist auf jeden Fall richtig massiv. Also ihr seht, die kriegt man auf jeden Fall nicht so leicht kaputt. Und natürlich auch hier wieder jetzt überall Licht hinmachen. Und natürlich auch hier mache ich gleich alles wieder aus Obsidian, Leute. Denn ihr wisst, das muss eine richtig krasse Obsidian-Base werden. Weil nur, wenn ihr wisst, Obsidian ist das einzig Wahre, was einen sicher hält. Ihr wisst, das hält TNT-Stand alles. Also durch Obsidian kommt eigentlich nichts durch, Leute. Ihr wisst das. So, hier schon mal alles frei machen für Obsidian. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier auch gleich mal eine Treppe nach unten, weil ich glaube, Leute, desto tiefer, desto besser. Weil ich habe ehrlich keine Ahnung, dieser komische Säure-Tsunami oder was auch immer das sein mag, schreibt ihr gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist. Ob das vielleicht irgendeine Alien-Substanz ist oder was auch immer da ausgebrochen ist. Aber auf jeden Fall, desto tiefer, desto besser, denke ich. Auch hier wieder alles schön ausleuchten, natürlich, Leute, ihr wisst das. Desto heller, desto besser, sage ich immer. So, zack. Hier alles schön ausleuchten auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Leute, mache ich hier alles kurz noch aus Obsidian. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay, Leute. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt hier oben noch so ein paar richtig krasse Obsidian-Wände hingemacht. Und auch hier unten den Boden wieder aus Obsidian. Falls doch was von unten kommt, dass hier alles sicher ist. Wir können nicht die komplette Basis machen. Das würde zu viel Ressourcen verschwenden. Aber ich denke, das Wichtigste machen wir auf jeden Fall aus Obsidian. Und dann denke ich, können wir auch hier gleich noch so ein krasses Garagentor reinbauen. Das soll auch richtig OP sein. Ich glaube, da können wir sogar fast das ein bisschen breiter machen und uns hier ein bisschen mehr Platz machen auf jeden Fall. Aber dieses krasse Garagentor ist erstens richtig sicher. Das ist nämlich ein ultimatives Super-Garagentor und das kann man auch richtig groß machen. Ich glaube, das können wir einfach mal so hier machen. Guck mal, so zack, zack. Moment, so, genau. Und dann müsste das nämlich theoretisch, wenn ich mich nicht täusche, boah, das ist richtig krass. Guckt euch das an, Leute. Wie krass das funktioniert. Einmal so ein richtig riesengroßes, fettes, super krasses Garagentor, was hier einfach mit einem Knopfdruck so aufgeht. Zack, bam. Und schon ist das Ganze hier hoch. Und jetzt können wir es wieder nach unten fahren. Zack, bam. Das ist richtig, richtig cool, Leute. Will ich auch hier wieder fucking machen. Alles schön ausleuchten. Ihr kennt den Hasen, Leute. Und ansonsten auch hier wieder ein bisschen mehr Kopffreiheit. Kann auch nicht schaden. Dann würde ich sagen, hier bauen wir auch jetzt hier noch so ein krasses Zimmer mit einem Bett und so. Wir müssen ja auch irgendwie übernachten können. Wir brauchen noch ein bisschen Essen. Also am besten irgendeine Truhe oder sowas. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. So. Boah, das sieht ja schon mal richtig krass aus, Leute. Hier auch natürlich wieder fucking hinmachen. Zack. Und ansonsten, hier machen wir das erstmal zu. Und schon fährt das Ganze nach unten. Das ist richtig, richtig cool, Leute. Okay, ich würde sagen, ich mag es nicht so eng über den Kopf. Deswegen mache ich hier jetzt ein bisschen größer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Denn ich mache auch hier wieder überall Obsidian hin, Leute. So, Leute, ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen Obsidianraum gemacht. Und ihr seht schon, ich habe mir jetzt hier was richtig Cooles dabei gedacht. Und zwar machen wir jetzt hier einmal links und rechts einen Gang. Und zwar machen wir einmal hier jetzt so einen kleinen Gang. Und da auch einen. Und da machen wir jetzt diese krassen Labortüren einmal hin. Nämlich einmal hier eine. Achtung, zack. Und da noch eine. Und dann machen wir jetzt jeweils einfach noch so einen Knopf hier hin. Schaut, zack, zack. Und dann können wir nämlich hier zwei verschiedene Räume bauen. Und ich denke, das ist auch richtig, richtig cool, Leute. Das heißt, wir können einmal jetzt hier durch. Zack. Würde ich auch jetzt hier wieder einen Knopf ranmachen, dass wir auch hier wieder natürlich nach rauskommen. Und dann können wir zum Beispiel auf der Seite so ein Esslager bauen, wo wir so ein bisschen Essen und so lagern. Und auf der anderen Seite bauen wir so einen kleinen Raum, wo wir so schlafen können mit so einem Bett und so, Leute. Ich denke, das wäre ganz gut auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen gleich mal rausgucken, was denn dieser riesen Säureausbruch überhaupt macht, Leute. Weil ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit, weil ich hatte das Gefühl, der kommt schon langsam. Ich habe das schon langsam gespürt. Das rüttelt schon ein bisschen hier. Die Erde wackelt schon ein bisschen, Leute. Merkt ihr das auch? Das rüttelt schon ein bisschen. Also wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, Leute. Das sage ich euch. Ansonsten will ich auch Licht. Geht vor, Leute. Weil im Dunkeln möchte ich auf jeden Fall auch nicht sitzen. Deswegen haben wir auch nicht mehr so viel Fackeln, sehe ich gerade, Leute. Okay. Auch hier wieder ein Knopf auf jeden Fall, dass wir wieder raus können. Und ansonsten würde ich sagen, hier gebe ich euch nochmal einen kleinen Überblick jetzt von der Base. Ansonsten, Erde hat hier gar nichts zu suchen. Das ist ganz, ganz dumm. Ansonsten, hier haben wir noch eine kleine Treppe. Hier ist unsere super krasse OP-Tür auf jeden Fall. Ihr seht es, Leute. Sehr, sehr krass. Und dann geht es hier auf jeden Fall nach oben. Und dann, schwupps, können wir hier oben aufmachen. Und dann, oh mein Gott. Boah, warte mal. Hört ihr das? Hört ihr das auch, Leute? Hä? Ich glaube, da hinten kommt das gleich schon. Ich höre da was ganz Komisches. Ihr müsst uns beeilen, Leute. Ich mache noch schnell hier eine Fackel hin, dass wir das auch wiederfinden. Hier auf jeden Fall. Oh, Leute, ich glaube, wir sind nicht mehr lange sicher. Wir gehen jetzt schnell lieber wieder rein hier. Komm schon, zumachen. Boah, Leute, wir sind nicht mehr lange sicher in unserer Obsidian-Base hier. Ich sage euch ehrlich, wir müssen uns echt beeilen hier. Zack, so, wieder zumachen. Oh mein Gott, Leute, wir sind nicht mehr lange sicher hier. Okay, wir müssen jetzt hier einmal noch so einen Lagerraum und so einen Schlafraum machen, würde ich sagen. Das heißt, einmal hier
Machen wir jetzt gleich so ein Bett rein. So, muss ich kurz mal eins craften irgendwie am besten. Ich gehe mal am besten schnell Holz holen dafür. So. So, Leute, ich war jetzt eben hier ein bisschen Holz holen auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier schon mal kurz so ein bisschen Holz machen. Crafting Table und so. Zack. Und dann können wir uns auch jetzt hier direkt schon mal ein Bett craften, Leute. Hier, genau. Zack. Einmal ein Bett. Das machen wir einmal hier hin. Und dann eine Truhe darf auf jeden Fall auch nicht fehlen. So, machen wir hier hin. Das heißt, wir haben hier schon mal so ein kleines Lager, Leute. Und auf die andere Seite, würde ich sagen, machen wir dann so einen kompletten Lagerraum einmal hier so mit ein paar Truhen. In den Ofen brauchen wir auch ein bisschen Essen irgendwie braten, Leute, weil sonst haben wir ja gar kein Essen hier unten, merke ich auch gerade so, ne? Das heißt, hier noch ein paar Truhen auf jeden Fall, zack. Und jetzt hier noch so zwei Öfen, denke ich, können auch nicht schaden hier. So, dann würde ich sagen, Leute, gehe ich mal schnell rüber. Und dann machen wir auf jeden Fall auch hier nochmal ganz kurz Licht. So. Und dann können wir hier einmal, würde ich sagen, hier so eine Kiste hinmachen. Da machen wir so ein paar Öfen hin. Und dann können wir hier nochmal auch nochmal so zwei Kisten hinmachen. Das heißt, wir haben hier so einen kleinen Lagerraum auf jeden Fall. Und ansonsten, Leute, ich glaube, die Säure kommt auch gleich schon. Wir müssen uns echt beeilen, Leute. Boah, was machen wir jetzt? Wir haben noch so Holzbarrikaden. Die können wir noch kurz benutzen, sehe ich gerade. Das heißt, vielleicht schützt es ja noch den Stein ein bisschen, wenn man das hier an die Seite vielleicht so ranmacht, Leute. Keine Ahnung. Sieht zwar am Anfang nicht so krass aus, aber glaubt mir, manchmal sind es die einfachsten Dinge, die solche großen Naturkatastrophen dann aufhalten, Leute. Das müsst ihr mir echt glauben. Das ist manchmal mehr, als es aussieht dann. Deswegen, Leute, also, wenn wir es einmal haben, können wir es ja auch nutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können es natürlich auch gar nicht nutzen, das wäre halt am dümmsten. So, deswegen, Leute, wir nutzen einfach alles das, was wir zur Verfügung haben. Ich denke, das ist das Schlauste auf jeden Fall. So, hier überall noch ein paar, ja, Holzbretter zum Verbarrikadieren. Auch hier. So, ich denke, das sieht doch erstmal ganz gut aus, Leute. So, okay, Leute. Ich denke, das sollte erstmal ausreichen. Wünsch mir Glück, Leute. Wünsch mir Glück. Wir haben jetzt hier noch so eine krasse Falltür und so einen Sensor. Ich denke, der Sensor, den machen wir auf jeden Fall hier hin. Und dieser Sensor gibt auf jeden Fall Alarm, sobald diese Säure in der Nähe ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir ihn direkt mal am Eingang oben hin. Hier den Sensor noch hier. Achtung. Das heißt, wir machen jetzt hier mal noch so einen Sensor hin. Zack. Genau, der müsste dann auch auf jeden Fall auch Alarm geben, sobald es in der Nähe ist. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir noch einen ganz schnellen Notfallraum, Leute. Den machen wir am besten mal hier hinten hin. Das heißt, wir graben uns jetzt hier mal ganz tief nach unten, ganz kurz. So, ein bisschen nach unten graben. Hier natürlich auch Licht machen, Leute. Und dann machen wir hier so einen Raum, wo wir komplett einmal von Obsidian umgeben sind. So, das heißt, zur Not mache ich dann einfach noch auch ein Obsidian davor. Dann haben sie nämlich hier quasi ein Obsidian eingekesselt. Denkt ihr, wisst, was ich meine, Leute. Und dann kann uns zur Not... Also hier sollte uns eigentlich nichts passieren, Leute. Ich hoffe das einfach mal. Ich baue mich jetzt hier wieder straight nach oben. So, und jetzt machen wir hier diese krasse Falltür einmal hin. Zack. Boah, und dann sind wir hier auf jeden Fall sicher, falls alles schief gehen sollte, Leute. Okay, ja, Leute. Hört ihr das? Der Alarm ist angegangen, Leute. Ich glaube, die Säure kommt langsam. Hört ihr das, Leute? Der Alarm ist angegangen. Ich gehe schnell nachschauen. Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Das heißt, die Säure ist ganz in der Nähe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich gehe schnell gucken, Leute. Okay, wir gehen schnell gucken, Leute. Ich mache auf. Oh, bitte nicht. Bitte lass es ein Fehlalarm gewesen sein. Oh, hier sieht alles gut aus, Leute. Oh, Leute, die Säure ist angekommen. Sie kommt, Leute. Oh mein Gott, schaut mal. Die Säure ist da, Leute. Wir müssen schnell in den Bunker rein. Schnell. Oh, komm schon. Schnell zumachen. Oh mein Gott, Leute. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Und ich hoffe, bitte, unser Obsidian-Bunker muss standhalten, Leute. Ach komm, ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz nachschauen. Einfach, wie weit das noch weg ist. Auf sicher. Sicher ist sicher. Schnell. Leute, sie ist fast da. Bitte nicht. Bitte, Obsidian Bunker. Bitte, du musst standhalten. Oh, es sieht gut aus bisher, Leute. Es sieht gut aus. Bisher. Oh nein. Oh nein. Leute. Mein Bunker. Schnell. Ich muss in den Geheimraum. Oh nein. Unser Bunker wurde zerfressen. Schnell. Geheimraum. Nein. Nein. Leute, unser kompletter Bunker ist kaputt. Schaut euch das an. Die Säure hat sich überall durchgefressen. Leute, es geht immer tiefer. Wir fallen immer tiefer. Wir werden immer weiter nach unten gegraben, Leute. Nein, ich muss nach oben. Hilfe, ich muss zurück. Hilfe, bitte. Bitte, wir müssen rennen. Ich renne um mein Leben. Oh nein. Es kommt immer näher. Leute, die Obsidian-Bunker hat einfach gar nicht standgehalten. Habt ihr gesehen, wie schnell der kaputt gegangen ist? Vielleicht ist ja noch ein Überbleibsel da. Nein, schaut mal, da oben war unser Bunker. Es ist einfach alles kaputt gegangen. Nein, ich renne. Ich muss in meinem Leben rennen. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Oh nein.
Leute, die Säure hat sich bis zum End runtergegraben. Wir sind einfach rausgefallen. Ich hätte niemals gedacht, dass der Säure-Tsunami so stark ist, Leute. Nicht mal unser Obsidian-Bunker konnte standhalten. Egal, Leute, ein Versuch war es wert. Wenn das Video trotzdem gefallen hat, lasst unbedingt jetzt ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.